Oh Mann, der ist sehr nah. Sollen wir uns den noch zum grünen Abschluss reinziehen? Wir könnten ja mal probieren. Ich muss mal gleich aufhören zu reden. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Oh je, ich bin Slaby und meine Stimme ist am Arsch. Wir befinden uns hier in dieser wunderschönen und doch brutalen Welt von Rust. Und ich habe schon des Längeren kein Rust-Video mehr rausgebracht und es gab jetzt wieder einen Wipe. Und deswegen haben wir jetzt nochmal von vorne angefangen. Und dann bin ich mal hier so rumgelaufen und so. Und wenn man sich mal hier das anguckt, dann würde ich sagen, The Hills Have Eyes oder Base on Hill. Ja, da hat jemand auf dem Berg gebaut. Ich weiß ja nicht, wie man da hochkommen soll dann. Aber ja, es ist hoch. Es ist groß gebaut. Es ist mit Barrikaden umzingelt. Wir können ja mal gerade hier rumgehen. Ihr müsst meine Stimme entschuldigen. Ich bin heiser, ich habe Halsweh, ich habe die Grippe. Oder wie man hierzulande sagt, freckert. Und deswegen wird das Video hier auch äußerst kurz werden. Das müsst ihr also in dem Sinne entschuldigen. Und auf der anderen Seite glaube ich, ihr versteht das, wenn ihr dieses Krächzen von meiner Stimme hört, weil das ist wirklich ätzend. Und ja, auf jeden Fall ist das Lord ziemlich hoch gebaut. Und es gehört mir, Shane, bitte, danke. Es gehört mir. Ich habe da oben gebaut und ich kann mich ja jetzt doch da reinporten, aber wir können uns doch ein bisschen die Gegend angucken, weil sie ist wirklich schön hier. Die Tiere, ja. Die Tiere haben seit dem neuesten Update oder wie man das nennen kann oder so, diese haben auf jeden Fall in sich. Schweine, Hunde sowieso, das hat man ja schon gekannt, auch von Bären. Selbst Hirsche greifen einen an. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ich glaube, die haben alle die Tollwut. Die sind voll aggro. Also, so, weil, so, jo, jo, aggro, jo, so, weißt du, so. Und deswegen muss man hier jetzt mittlerweile sehr, sehr vorsichtig sein. Weil die kleinen Scheißerchen von Tiere, egal ob ein Schwein ist, selbst ein Schwein greift einen an, ja? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja, das wollte ich jetzt so gerade berichten. Also, wie gesagt, da oben ist die Base. Hoffentlich können wir uns die beim nächsten Mal angucken, weil ich muss jetzt Stopp machen. Ich bringe das Video hoffentlich heute noch raus, dann wisst ihr wenigstens Bescheid. Oh shit. Oh Mann, der ist sehr nah. Sollen wir uns den noch zum grünen Abschluss reinziehen? Wir könnten ja mal probieren. Ich muss mal gleich aufhören zu reden. Er hat denn noch Stacheln reingesetzt? Ja, das war ich. Okay, gut, dann versuchen wir mal gerade noch dahin zu laufen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Aber wir werden es vielleicht schaffen, weil der ist echt, echt in der Nähe. Da ist er. Wir könnten das wirklich schaffen. Dann müssen wir sofort heim, heim. Ehrlich. Vielleicht gibt es dann auch noch einen gerade kleinen Blick in die Bude. Und dann muss ich mich auch schon verabschieden. Aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Also davon gehe ich mal ganz stark aus. Und wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Ich versuche ganz viel Zeug zu holen mit diversen Sachen, die es ja gibt für Erkältung, damit das wieder aufhört. Im Moment ist es wirklich ein bisschen schlimm. Aber das gibt sich wieder. Und dann wird auch wieder ganz, ganz viel geredet und ganz viel hier so gezeigt und auch noch andere Spiele, weil andere Sachen müssen ja auch noch laufen. Und oh, da geht die Sonne auch runter. Ist es nicht schön? Ist es nicht wunderschön? Oh, mit den Bäumen hier und so. Ist echt toll. Shit, wo ist jetzt das Ding? Ah, da. Okay. Moment, wir haben gleich. Wenn es gleich da runterkommt, dann ziehen wir unser kleines Scheißerchen da noch rein und dann aber fix ins Bett. Heim, heim. TT. Ist ja kein, oder? Ich will dir hoffen. Wir haben eine Handfeuerwaffe. Ist das nicht toll? Ist das nicht wunderschön? Oh, richtig schön hier. So, jetzt komm runter. Hier. Ist kein Mensch da. Und auch kein Tier. Also, wie gesagt, die Tiere haben mittlerweile in sich. Ich weiß nicht, was die für eine Erkältung haben, aber es ist echt böse, so also mit den Tieren. Oh, vorsichtig. Ich wurde zwar noch nicht von einem Huhn angegriffen, aber schon von einem Schwein, von einem Reh. Wolf kennt man, Bär kennt man auch.
Aber selbst der Hirsch hat sich mit seinem Geweih gegen mich so gewehrt, wo ich gedacht habe, oh ja, du bist doch sonst schüchtern, du läufst doch sonst weg. Sie laufen auch im letzten Endes, laufen sie weg, wenn sie genügend Schaden bekommen haben. Also Schweine und die Hirsche oder Rehe oder wie man so am besten nennen soll. So, jetzt, Moment, jetzt konzentrieren wir uns mal ganz klitzeklein kurz. Oh! Was ist das denn alles? Essen, Jacke, schmeißen, Jacke, Hose. Eine Jacke braucht man nicht unbedingt. Moment, ich muss differenzieren. So, das hier holen wir noch. Das hier sieht cool aus, das will ich auch noch haben. Das ersetzen wir jetzt einfach mal mit dem Fleisch. Fleisch brauchen wir jetzt gerade nicht. Und das hier ist auch egal. Okay, gut. Entschuldigung, Entschuldigung. So, jetzt gehen wir ganz schnell noch heim. Wo sind wir denn hier? Können wir uns mal irgendwo in einem Busch verstecken? Hier ist schön. Nee, das ist ja gar kein Busch. Hier ist ein Busch. So, jetzt gehen wir ganz schnell noch heim. Das geht jetzt ganz schnell, so 10 Sekunden. Die werden wir jetzt doch überbrücken mit krächzenden Reden. Denn nur krächzendes Reden zeigt einem, dass der Hals innerlich gefühlt sehr roh erscheint. So, jetzt sind wir in der Bude. Dann dürfte die gerade noch hier so innerlich sehen. Hier hab ich einen Johnny hingestellt. Und Hello. Johnny bewacht ein bisschen die Tatsache, dass falls jemand reinkommt, reinkommen sollte, könnte, einen auf den Deckel bekommt, beziehungsweise ein bisschen flambiert wird. Und ja, so ist die Sachlage hier. Ich räume jetzt die Sachen ein und ich hoffe, das tut mir leid, das ist sehr kurz. Entschuldigung. Immer dieses Husten. Entschuldigt nochmal meine Grippe. Ich melde mich wieder, wenn es wieder bergauf geht und ich reden kann, ohne dass die ganze Zeit so böse, böse kratzt. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit, gute Genesung, wenn ihr auch ein bisschen an Grippe im Moment mutiert seid, habt, tut und ansonsten, oh, Kopfschuss. Und ja, ansonsten macht es gut, ne? Bis dahin, tschö, 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 tschö.